Hi YouTube, hallo Messerfreunde, hi Knife-Fans. Zu dieser späten Stunde wollte ich euch was zeigen, was ich gerade eben fertig gemacht habe. Keine ein paar Minuten her. Und zwar ein neues Messer. Wie soll das auch anders sein bei mir? Klinge, ich fahre mal näher dran. Geschmiedet, wie oft bei mir, aus Federstahl. Der Rücken ist nicht scharf, auch wenn es so ausschaut. Ich drehe sie gerade mal ein bisschen rum. Ah, Fokus wird schwer, aber vielleicht kann man es erkennen. Also nicht scharf. Hier die andere Seite. Ja. Von der Form ein bisschen was anderes, mache ich ja gerne, immer dasselbe und immer wie die anderen, ist ja langweilig. Der Griff habe ich hier ein Stückchen drin genommen, ein Stückchen rekonstruierten Edelstein und ein wirklich wunderschönes Stück Rentier. Das kann ich euch leider gar nicht so zeigen, wie es wirklich ausschaut. Das schafft die Kamera und das Licht gar nicht so richtig. Das ist wirklich ein Traum. Ganz tolle Farben, ganz tolle Maserung. Ich liebe Rentier. Und das war wirklich ein sehr, sehr schönes Stück. Jo. Okay, guys. Fresh from my bench. Brand new knife. Finished some minutes ago. The blade is forged from a leaf spring. The spine is not sharp, the handle is made of, we have here a piece of cow bone. This is Rackstone, a little bit fiber liners in between, and this one here is a very nice looking piece of reindeer. My camera is not good enough to show you how it really looks. Looks amazing, I think. I love this material. It's one of my favorite. And yeah, it's difficult to show. Okay. Focus. I hope you see something. It's really beautiful. Handmade satin finish, like always on my blades. Yeah, okay. Now I have many knives without a leather sheath, and in the next few weeks I have to do my leather work. If you want, I could make a little slideshow how I make my leather sheath. I have a piece of green colored leather. I think it will looks good to this knife. What do you think? Tell me about it. And yeah, thanks for watching. Das soll's gewesen sein. Ich habe ein Stückchen grünes Leder bekommen. Ganz tolles Grün. Das könnte hier gut dazu passen. Muss ich mal schauen, ob es von der Größe erreicht, weil das war nicht viel. Und ja, wie gesagt, ich habe die nächste Zeit eigentlich hauptsächlich mit Lederarbeiten zu tun, weil ich habe jetzt einige Messer fertig, habe noch keine Scheiden dafür. Also werde ich die nächste Zeit hauptsächlich Lederarbeiten machen, und wenn es gewünscht ist, würde ich dazu auch vielleicht mal ein kleines Video machen, vielleicht eine Slideshow, wo ich Step by Step das zeige. Okay, das soll es gewesen sein für heute. Das reicht ja, das dritte Video heute.
Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis demnächst auf meinem Kanal. Bye bye. Thanks for watching on my channel. And see you next time. Bye bye.